Auch wenn es momentan viele weitaus wichtigere Dinge gibt als Neuigkeiten aus der Bahnwelt, möchte ich heute über die Zukunft Flixtrains berichten. Und am Ende hat diese Geschichte mehr mit der aktuellen außenpolitischen Lage zu tun, als ihr jetzt vielleicht denkt. Beginnen wir am Anfang. Wir alle kennen wohl mittlerweile Flixtrain. Das ist die Eisenbahnsparte des Konzerns Flix Mobility, zu dem bekanntlich auch Flixbus gehört. Und während Flixbus mehr als 2.500 Ziele in 37 Ländern miteinander verbindet und bereits über 100 Millionen Kunden mit den Fernbussen seiner Franchise-Nehmer befördert hat, sieht es bei Flixtrain nicht ganz so beeindruckend aus. Seit 2018 ist man auf einigen Strecken im deutschen Schienennetz unterwegs und seit Mai letzten Jahres werden auch Stockholm und Göteborg in Schweden miteinander verbunden. Anfangs noch mit teils nicht mal umlackierten alten Wagen unterwegs, präsentiert sich das Unternehmen mittlerweile mit modernisierten Zügen, die zwar nicht sehr komfortabel, aber für einen meist überaus attraktiven Preis buchbar sind. So werden beispielsweise die Städte Berlin und Hamburg mit Köln verbunden, Leipzig mit Hamburg oder München über Berlin mit Hamburg. Auch die Verbindung München-Frankfurt wurde im letzten Jahr aufgenommen. Im Frühling diesen Jahres sollen dann knapp 20 weitere Ziele ans Netz gehen, inklusive Dresden, Kassel, Karlsruhe und Freiburg. Tickets gibt es bereits ab 4,90 Euro und das inklusive Sitzplatzreservierung. In Zukunft möchte Flixtrain auch gastronomischen Service an Bord anbieten. Hier wurde Ende letzten Jahres nach Innovationen gesucht. Das ganz allgemeine Problem der Bahngesellschaft? Der Flixtrain fährt nicht immer dann, wenn die Bahnkunden gerade unterwegs sein möchten. Die meisten Verbindungen werden maximal 4-mal täglich, manche auch nur 2-mal am Tag angeboten. Es fehlt einfach die Flexibilität, jede Stunde oder zumindest alle 2 Stunden einen Zug zwischen den meisten Großstädten zur Verfügung zu haben. Im Vergleich, die Deutsche Bahn startet mittlerweile den Halbstundentakt zwischen einigen Metropolen, da die Zahl der Zugreisenden immer höher wird. Nur die Züge von Flixtrain, die bleiben oft eher leer. Um das zu ändern, müsste das Unternehmen vor allem 2 Dinge tun. Mehr tägliche Verbindungen zwischen noch mehr Städten anbieten und komfortablere, modernere Züge zur Verfügung stellen, die im Idealfall sogar mit der DB mithalten können. Die Lösung für beides? Neue Züge kaufen. Und genau das hat Flixtrain wohl vor. Schon Mitte letzten Jahres wurde von einigen Medien berichtet, dass der private Bahnbetreiber wohl beabsichtigt, eine relativ große Stückzahl neuer Einheiten zu kaufen. In den letzten Wochen gab es nun immer mehr Berichte und Indizien dazu. Die Wirtschaftswoche berichtete, sie habe einen exklusiven Einblick in ein Investorenprospekt bekommen, in dem Flixtrain um Geldgeber wirbt. Denn neue Züge würde das Unternehmen nicht mit eigenem Kapital kaufen, sondern sie von einem externen Investor kaufen lassen, der sie dann an Flixtrain verliest. Konkret geht es um 65 neue Zugverbände, also ganze Züge, aber ohne Lok. Im Detail sollen es laut Handelsblatt 28 längere und 37 kürzere Einheiten sein. Vergleichen könnte man sie vielleicht, wenn auch nicht in der Ausstattung, mit den 9 Interjet-Zügen der tschechischen Staatsbahn, die ebenfalls als Zugverbände verkehren, aber keinen Steuerwagen besitzen. Das Konzeptbild, das ihr hier seht, stammt deshalb von einem solchen Siemens Interjet-Zug. Danke an Anglerail für die Erstellung. Ob Steuerwagen bei Flixtrain angedacht sind, ist derzeit noch unklar. Klar scheint jedoch die Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h, was für viele Strecken absolut ausreicht und so kürzere Fahrzeiten gegenüber den bisherigen Zügen mit einer Maximalgeschwindigkeit von 200 ermöglichen wird. Auch Fahrradabstellplätze sind zu erwarten, Abteile jedoch nicht. Zu den neuen Zügen will Flixtrain auch neue Loks. Und zwar 50 neue Vectrons von Siemens Mobility, die logischerweise ebenfalls eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h besitzen sollen. Auch sie werden wohl über eine sogenannte Asset Corporation an den Bahnbetreiber verleased. Das hätte natürlich auch den Vorteil, dass die Loks dann ganz einfach wieder beispielsweise vor Güterzügen eingesetzt werden könnten, wenn sie bei Flixtrain nicht mehr gebraucht werden, wie das auch schon andere Experten im Handelsblatt angemerkt haben. Woher die Loks stammen sollen, ist nun also bekannt. Die spannende Frage ist aber doch, wer die vielen Wagen herstellen soll.
Auch hierfür hat FlixTrain bereits konkrete Vorstellungen und das ist gerade in Bezug auf die aktuelle außenpolitische Lage durchaus bemerkenswert. Denn die neuen Einheiten sollen so kostengünstig wie möglich sein und werden deshalb nicht bei Siemens oder Stadler bestellt und auch nicht bei Alstom oder irgendeinem anderen westlichen Bahnhersteller, sondern sie sollen von der Transmash Holding kommen, einem großen russischen Eisenbahnhersteller. Genauer gesagt von TMH International, dem europäischen Ableger des russischen Konzerns. Das Unternehmen macht preislich wohl ein weitaus besseres Angebot als die hierzulande üblichen Anbieter. 19 Millionen Euro soll die teuerste Wageneinheit kosten. Die Gesamtkosten belaufen sich laut den Berichten auf rund 1 Milliarde Euro. Laut Informationen der Wirtschaftswoche befinden sich FlixTrain und TMHI derzeit in exklusiven finalen Verhandlungen. Dann müssen nur noch Investoren gefunden werden, nach denen man eben gerade auf der Suche ist. Dass die Verhandlungen aufgrund der aktuellen Entwicklungen Russlands nun auf Eis liegen, ist aber gut möglich. Meine Recherchen zu diesem Thema starteten nämlich vor der Eskalation zwischen Russland und der Ukraine. Die Transmash Holding International baut derzeit beispielsweise eine Werkshalle in Langweid bei Augsburg, um dort die Züge für Go Ahead Bayern zu warten. Im Gegensatz zum Mutterkonzern sitzt TMHI aber nicht in Russland, sondern im schweizerischen Zug. Ob das etwas an den von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland und russische Unternehmen ändert, fällt mir schwer zu beurteilen. Die Tatsache, dass das Unternehmen sich zu 80% im Besitz russischer Oligarchen wie Andrei Bokarev und Iskander Makhmudov befindet, wird aber wohl nicht gerade hilfreich sein. Hier gilt es abzuwarten, wie es mit TMHI ganz allgemein in nächster Zeit weitergeht. Bei der Recherche zu diesem Beitrag habe ich natürlich auch versucht, bei FlixTrain und TMHI den Wahrheitsgehalt der Medienberichte zu überprüfen. Doch von den beiden Unternehmen hieß es nur, man wolle die Gerüchte nicht kommentieren. Dementiert wurden sie aber eben auch nicht. Aber ganz egal, von wem die neuen Züge kommen, mit 65 zusätzlichen neuen modernen Einheiten könnte der grüne Bahnanbieter zu einer ernsthaften Konkurrenz zur Deutschen Bahn werden. Was das für die Fahrgäste bedeuten könnte, darüber habe ich mit Detlef Neuss, dem Bundesvorsitzenden des Fahrgastverbundes Pro Bahn, gesprochen. Für die Bahnkunden hätte es natürlich erstmal den Vorteil, mehr Konkurrenz drückt wahrscheinlich die Preise. Das heißt, es wird vom Preisgefüge her eher etwas günstiger werden, auch bei der DB AG, weil sie dann eben gerade im Preissegment touristische Verkehre sehr viel Konkurrenz bekommt durch mehr FlixTrain-Züge. Ein Problem sehe ich eigentlich darin, sind die Trassen für diese Züge denn überhaupt vorhanden, gerade zwischen den Hauptverbindungen. Und da bin ich etwas skeptisch, denn gerade viele Hauptverbindungen, da ist die Infrastruktur heute schon an der oberen Grenze, wenn nicht sogar schon überlastet. Und deswegen wird es schwierig sein, da zusätzliche Züge von FlixTrain unterzubringen. Denn Taktverkehre der DB AG, die werden natürlich aufrechterhalten werden müssen. Da kann man keine Trassen an FlixTrain abgeben. Da kommt dann auch wieder die Frage der gegenseitigen Anerkennung von Tickets. Wenn der FlixTrain zum Beispiel ein technisches Problem hat und liegen bleibt, wenn Sie da eine Fahrkarte der DB AG haben, können Sie jeden weiteren Zug der DB AG nehmen, um weiterzukommen, auch höherwertige Züge, und können dann einfach weiterfahren. Die Zugbindung ist aufgehoben. Wenn Ihnen das bei FlixTrain passiert, dann können Sie mit dem FlixTrain-Ticket nicht auf DB-Ebene weiterfahren. Umgekehrt natürlich genauso. Und da muss man dann eben auch mal über gegenseitige Anerkennung von Tickets nachdenken, wenn wir da mehr Züge haben, weil sich dann diese Probleme, die ich da gerade angesprochen habe, verstärken werden. Da müssen Lösungen gefunden werden. Aber wenn diese Lösungen gefunden werden, dann sehe ich das also sehr positiv. Für FlixTrain glaube ich schon, dass die sich wie jetzt im Moment auch auf einzelne Wagen verlegen werden.
zumal es da dann auch viel einfacher ist, bei den Wochenendverkehren, die bei Flixtrain dann sicherlich stärker ausfallen, auch mal irgendwo etwas aus dem Reservepool zu nehmen und anzuhängen, um dann den Zug zu verlängern. Muss natürlich immer die Möglichkeit bestehen, je nachdem, wo man hält, dass da auch die entsprechende Bahnsteiglänge vorhanden ist. Ja. Aber da Flixtrain im Regelfall keine kleineren Halte bedient, dürfte das kein Problem sein. Es ist übrigens aber auch möglich, dass die neuen Züge, sollten sie beschafft werden, ihr Einsatzgebiet nicht nur in Deutschland finden. Denn in dem Papier für Investoren ist laut Handelsblatt auch davon die Rede, dass Flixtrain in mehreren Expansionswellen noch so einige weitere europäische Länder bedienen möchte. Nach Deutschland wohl die Benelux-Länder, dann den nordeuropäischen Raum wie Dänemark und später osteuropäische Märkte wie Polen, Tschechien und Ungarn. Zuletzt sei auch Italien im Visier. Zugverkehr in Österreich oder der Schweiz scheint hingegen derzeit nicht geplant. Nochmals wichtig zu sagen ist, dass die Informationen zu den möglichen Plänen von Flixtrain in diesem Beitrag bisher nichts weiter als Gerüchte sind, wenn auch recht wahrscheinliche Gerüchte. Außerdem ist es durchaus möglich, dass aufgrund der Ukraine-Krise alle Pläne rund um die Beschaffung von Wagen bei TMHI verworfen werden oder schon verworfen worden sind. Trotzdem denke ich, dass es spannend ist zu sehen, welche Pläne vom privaten Fernverkehrsanbieter kommen, um den Bahnverkehr in Europa aufzumischen. Ob man das jetzt gut findet, steht auf einem anderen Blatt. Deshalb könnt ihr uns ja in den Kommentaren wissen lassen, wie ihr zu dieser Thematik steht. Das war's mit dem Video für diese Woche. Danke euch fürs Zusehen und bis nächste Woche.